So. Ja, das ist perfekt. Herzlich willkommen bei AutoHub. Herzlich willkommen bei meinem Plädoyer für Außenseiter. Mein Plädoyer für außergewöhnliche Autos. Mein Plädoyer für ungewöhnliche Autos. Mein Plädoyer für Autos mit einem besonderen Charakter. Alfa Romeo Giulia. Habt ihr vielleicht schon gesehen, das Review? Subaru Outback. Habt ihr vielleicht schon gesehen, das Review? Wenn ihr die Reviews zu diesen beiden Autos noch nicht gesehen habt, dann möchte ich euch mit diesem Video Appetit darauf machen, dass ihr danach die Reviews zu diesen beiden Autos euch anschaut. Denn diese beiden Autos verkörpern etwas. Diese beiden Autos sind Charakterdarsteller. Wenn ihr einen Hollywood-Movie hättet, dann ist das meistens so, dass es einen A-Star gibt, einen großen Star, der spielt die Hauptrolle. Der bringt auch die Leute an die Kasse und so weiter. Und meistens gibt es auch so einen Underdog. Meistens gibt es so einen Charakterdarsteller, der oftmals dann die Sympathien der Zuschauer gewinnt. Und sowas sind diese beiden Autos. Beide Autos sind keine Kassenschlager und beide Autos sind nicht die A-Movies ihrer Branche, nicht die A-Stars ihrer Branche. Die Giulia. Wer denkt bei einer Diesel-Limousine denn noch an die Giulia? Wer denkt bei einem 2,9 Liter V6 Biturbo an die Giulia, an ihre sportliche Variante? Dabei ist das ein Auto, was mit Schwächen gesegnet, ganz klar. Es hat Schwächen, aber es hat eben auch diesen einzigartigen Charakter einer italienischen Limousine, die mit viel italienischem Herzblut, mit vielen, vielen Espressi und nach vielen, vielen Knotschis, Gnocchi, ja, es heißt Gnocchi, ja, und es heißt Espresso, Gnocchi, gefertigt wird. Ich glaube auch, das eine oder andere Gläschen Lambrusco wird da abends getrunken. Ein Auto, auf das Italiener stolz sind. Ein Auto von einer Marke, alt und traditionsreich. Ein Auto, das, wenn du dich dafür entscheidest, ein Statement ist, dass du sagst, ja, ich könnte mir für das Geld auch einen BMW, einen A4 oder eine C-Klasse kaufen. Aber nein, das ist mir zu puppelig, das ist mir zu normal. Das ist mir zu uniformiert, das ist zu gleichmäßig, das ist an jeder Ecke. Ich möchte ein Auto haben, das meine Leidenschaft widerspiegelt. Ein Auto, das im Design etwas Besonderes ist. Ein Auto, das mag es nicht perfekt sein, so ist es doch besonders. Der Outback, der Subaru Outback, Subaru an sich. Ja, Subaru an sich ist ja eine Außenseitermarke. Ja, also wenn ein VW-Händler davon leben müsste, wie viele Autos die Marke Subaru in Deutschland im Jahr absetzt, würde der zumachen müssen. Subarus, die werden allerdings die werden nicht verkauft, die werden zugeteilt. Da gibt es immer schon einen Käufer für das Auto. Subarus leben von ihrem Ruf, von ihrem traditionellen Stabilität. Subarus mögen nicht besonders elegant sein. Subarus mögen auch nicht besonders zeitgemäß sein irgendwie. Also nicht so dieses, das ist gerade aktuell, dann machen wir das oder so. Subarus waren SUVs, bevor man wusste, was ein SUV ist. Der Outback ist ja eigentlich ein Kombi. Ist eine Kombilimousine. Aber der hat mehr Bodenfreiheit als die meisten SUVs am Markt. Und er hat einen besseren Allradantrieb als die meisten SUVs am Markt. Er ist riesig. Es ist ein Riesenauto. Aber es ist ein klassischer Kombi von seinem Aufbau her. Es ist ein Auto für Menschen mit einem Charakter, die sagen, ich will diese Solidität, die dieses Auto ausstrahlt. Ich will diese lange Haltbarkeit. Ja, wenn ihr euch anschaut, wie Subarus im ADAC-Ranking abschneiden, die sind immer vorne dabei. Autos, die nicht kaputt gehen, würde ich sagen, sind Subarus. Und dann der Boxermotor. Kein Mensch leistet sich mehr den aufwendigen Bau mit zwei Zylinderköpfen, wo nur zwei Zylinder dann drin sind.
den Boxermotor, den symmetrischen Allradantrieb, diesen echten Allradantrieb, diesen Aufwand, der ja letzten Endes auch darin gipfelt, dass die Autos nicht besonders effizient sind, ja, weil einfach viel Reibung erzeugt wird über den permanenten Allrad. Aber du kannst mit einem Subaru, du kannst dich darauf verlassen, dass wenn es Winter ist, dann fährst du, egal wie es die Straße aussieht, du fährst. Der Subaru Outback und die Alfa Romeo Giulia, das sind für mich Sinnbilder zweier Fahrzeuge für Menschen, die einen besonderen Charakter bei ihrem Auto suchen, die alles tun, um Schema F zu vermeiden, die alles tun, um Uniformelles, um dieses Gleiche nach außen zu tragen. Es sind Autos, die du dir aber auch, wo du dir auch leisten musst, zu sagen, ich bin dann anders. Na, also ich meine, der Outback zum Beispiel, das ist weit weg von jeder Art von sportlichen Gelüsten, das Auto. Zum Fahren ist das eher was für pensionierte Förster, für Hundebesitzer, die aufpassen, dass ihr Berner Sennenhund hinten nicht umfällt und gegen die Scheibe fliegt. Ne? Immer schön alles, Piano. Die Giulia, ein Auto, das verkörpert so dieses, es macht mir Spaß, über die Straße zu pendeln und da zu fahren, die Kurven zu genießen und so. Das geht nicht, dieses geht nicht. Oh mein Gott, Zündung an, Zündung aus, später wird es schon wieder gehen. Oder irgendwann geht's. Das repariert sich irgendwie. Macht da nicht so viel Stress draus. Der Subaru. Also es geht mir nicht darum, diese beiden Autos zu vergleichen. Ne? Beide Autos sind nur ein jeweiliges Sinnbild für Individualität, für Charakterstärke und ein Statement für Autos, die sich nicht anpassen wollen. Ein Statement für Autos, die sagen, ich habe eine ganz eigene Idee von dem, was ich sein möchte. Und es sind zwei Autos, die vom Aussterben bedroht sind. Deswegen auch hier mein Appell an die Menschen, die diese Autos mit Charakterstärke suchen und die dazu passen. Und lasst euch nicht beirren. Ihr findet eine Giulia schön. Das Beste, was ihr tun könnt für die Zukunft, ist, dieses Auto zu kaufen, damit eben nicht die Alfa Romeo Plattform im Stellantis Konzern aufgelöst wird und der nächste Alfa Romeo mit Frontantrieb auf den Markt kommt in der Größe. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, wenn wir die Individualität eines Alfa Romeo verlieren. Das Schlimmste, was uns Autofans passieren könnte, ist, wenn die nächste Giulia einfach nur ein Abklatsch ist auf einer der Frontantriebsplattformen im Stellantis Konzern. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Dann ist es nämlich austauschbar. Und dieses Auto, diese Giulia, ist nicht austauschbar. Die hat noch einen Charakter. Die hat eine hervorragende Plattform und sie verkörpert etwas, was Autofans wirklich lieben. Spaß am Fahren. Und wir müssen uns, deswegen mein Appell, wir müssen uns solche Autos erhalten. Subaru Outback, genau das Gleiche. Der Subaru Outback, der wird bedroht von der 350. Variante eines Kompakt-SUVs auf dem MQB-Baukasten. Der MQB-Baukasten, billiger zu produzieren, effizientere Motoren, beliebiger im Design, schneller zu verändern. Da machst du ein SUV mit dem Cabriolet-Dach, da würden die hier bei dem Outback nie drüber nachdenken. Der Outback ist ein Auto für Ingenieure. Der Outback ist ein Auto, da weißt du genau, in Japan setzen sich 10 Ingenieure hin und alle 10 Ingenieure dürfen ihre beste Arbeit in ein Auto bringen. Und wenn das bedeutet, dass man einen symmetrischen, permanenten Allradantrieb hat, weil das die beste Lösung ist, egal ob es der Kunde jetzt braucht, dann machen die das. Subaru ist aber auch kein großer Konzern. Und die Frage ist also, wenn diese Subarus in Amerika werden die super verkauft, aber bei uns sind sie so ein Nischenprodukt. Wenn diese Subarus also nicht mehr verkauft werden, wenn mir allzu oft die Wahl auf ein x-beliebiges SUV
fallen lassen und dann dieses nehmen und einen Subaru an der Stelle vermeiden zu kaufen, weil wir gehen die Gefahr ein, dass auch dieses Auto in der Zukunft so nicht mehr existieren wird. Es bestehen große Hoffnungen, dass Subaru zusammen mit Toyota auf dem richtigen Weg ist, um dann hybridisierte, elektrifizierte Antriebsstränge und so weiter. Aber dieser Boxermotor vorne drin, 2,5 Liter Saugbenziner, ja, schwach auf der Brust, ziemlich trinkfest, aber ein schöner Sound und perfekter Massenausgleich. Ja, das Auto läuft so schön, so schön. Und dazu dieser Allradantrieb. Ich meine, das Design, das ist natürlich, wer die japanische Kultur kennt, die Comics sind dort Mangas. Das ist halt auch, ne, also. Mein Appell ist tatsächlich, wenn ihr euer nächstes Auto kauft, überlegt euch doch mal sehr gut, was wollt ihr eigentlich wirklich und wie charakterstark darf denn euer Auto selber sein? Der Outback ist im Übrigen der Traumwagen meines Kamerakindes Flo. Richtig, ja, Flo? Ja. Also mein Outback ist mein Traumwagen. Ja, aber der ist halt, ja gut, das ist natürlich auch ein charakterstarkes Auto. Das bringt mich dazu, dass ich mich da auf eure Vorschläge freue. Schreibt doch mal bitte unter das Video, welche charakterstarken Autos kennt ihr noch? Welche Autos sind für euch Autos, die einen ganz besonderen Standpunkt in der Automobilindustrie, in dem Marktplatz, in all diesen, in dem ganzen Angebot haben? Welche Autos sind für euch solche Leuchttürme, solche Charakterdarsteller wie die Giulia, wie der Outback? Vielleicht habt ihr ja auch ein Auto, wo ihr sagt, Habi, das Auto ist so charakterstark, das solltest du dir anschauen. Dann schreibt auch das mal unten drunter. Was habt ihr denn? Vielleicht machen wir demnächst ein Video über euer Auto. Gut, das war mein Appell. Mein Appell an alle Autokäufer der Zukunft. Denkt doch mal an die Nische. Denkt doch mal an die... Wie sagt man das, wenn die Leute auf dem Schulhof in der Ecke stehen? Die Außenseite? Denkt über die Außenseite nach. Weil diese Autos haben einen ganz besonderen Charakter. Wie die Giulia, wie der Outback. Jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Die Autos haben wirklich überhaupt nichts gemein, die zwei, ne? Null. Kann ich lang gucken. Ich wüsste nicht, was diese beiden Autos gemeinsam haben, außer der Tatsache, dass sie vier Räder haben. Also eigentlich suche ich ja ein Outback mit dem Design einer Giulia. Aber der Zuverlässigkeit eines Japaners. Aber vielleicht auch der Motorendynamik von dem 2,9 Liter QV. Ich glaube, Autofans sind nie 100% zufriedenzustellen.